So, wir sind jetzt hier und machen nochmal. Mist. Ich war so sicher, du... Wenn Aiden es nicht schafft... Sei dir nicht... Träum weiter. Okay. Ich zahle dich aus? Ich kann dich ja bezahlen. Würdest du das für sie tun? Das Mehl war sehr wertvoll. Zeig mir einfach, was du zusammenkratzen kannst. Dann sehen wir weiter. Vielleicht reicht es ja, um die Schulden zu begleichen. Wie viel haben wir denn? Ich sage ständig, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollen. Sind sie 200? Ich habe aber nur 120. Toll. Na super, Herr Roxen. Toll haben sie das gemacht. Ich dachte, wir können da nochmal hochklettern. Wir schauen mal eben kurz hier rein. Oder warte mal, oder haben wir 200 von 120? Kommen Sie nochmal zurück. Kann auch sein, dass wir genug haben. Wir haben 120 von 200. Sure? Okay. Auch nochmal nach. Vielleicht kann ich noch was verkaufen. Ja, 120. Bei wem? Pass auf, ich guck mal eben, ob ich was verkaufe. Was habe ich denn hier? Aber dann sehe ich diese verdammten UV-Lampen. Stimmt, wir können ja was verkaufen. Wir haben ja genug Zeug. Mal auf. Das machen wir jetzt auch. Ja, viel Geld kriegst du aber nicht. Doch, kriegst du. Du musst nur die richtigen Sachen verkaufen. Nimm mal einen Handschuh oder sowas. Hier habe ich zum Beispiel die Krankenpflegehandschuhe. Wenn ich die verkaufe, kriege ich 136. Und zwupp, habe ich die 200 zusammen. Oder ein altes Hemd hier, so Quarterback. Das gibt nicht viel, okay. Aber die alten Sachen, die können wir ja ruhig verkaufen. Die machen ja keinen mehr, ne? Ja, schon habe ich 300. Komm, wir machen jetzt hier. Warte doch mal. Ja. Musst du auch noch was verkaufen. Wir sind im Kaufrausch, im Verkaufrausch. Warte mal, die ganzen Waffen, die können wir hier verkaufen. Die ganzen billigen. Haben wir auch irgendwo noch was mit 1? Oh, Hermanns Knüppel haben wir ja noch. Hermanns Knüppel. Ja, so heißt der. Und Leute, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir nochmal in dieses... in dieser Story-Quest und dann probiere ich das wirklich nochmal aus. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Weil wir beschimpfen hier den Hersteller und eigentlich ist es unsere Schuld. Also. Das weißt du noch. Ja, erstmal haben wir den nicht beschimpft. Zweitens ist es eine ganz normale Geschichte, dass man das sagt. Ja, wir gucken mal. Weil man ja nicht weiß, ist das jetzt richtig oder ist es nicht richtig. Ja. Komm, wir machen hier erstmal weiter. Bist du soweit? Ja, mach doch. Dann bezahle ich den jetzt, ne? Ich kann eh nichts machen. Und? Willst du Theresas und Bennys Schulden immer noch zahlen? Ja. Hast du die Beute? Ja, klar. Oh, sehr gut. Dann ist der Fall erledigt. Lässt du sie nun in Ruhe, ja? Weiß gar nicht, wen du meinst. Aha. Sehr schön. Thema beendet. Ja, Leute, das haben wir geschafft. Okay, und dann müssen wir das Mehl dann holen. Kommen Sie? Lassen Sie Theresa wissen, dass sie sich um die Schulden gekümmert haben. Mhm. Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie wohl? In einem Wasserturm. Ja, meinst du, ich laufe jetzt in der Nacht wieder zurück, oder was? Da haben Sie auch wieder recht. Wir schlafen eine Runde. Ja, ich möchte sagen. Aber vorher mache ich die Tür zu. wo? Hier oben, ne? Okay, wir schlafen eine Runde und stellen sich nicht aufs Bett, sonst spawnen sie noch wieder. Morgen, Herr Hoxton. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir werden jetzt mal Theresien wissen lassen, dass das alles okay ist. Ja, genau. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber ist egal. Aber hauptsächlich rennen die hinterher, weißt du? Genau. Ich dachte, ich könnte ihnen trauen. So.
Du hättest es nicht schlimmer vermissen. Dann wollen wir die Quest ja mal abschließen. Sie machen die Tür zu. Nee, ich mach die auf. Hä? Ist du woanders? Also. Ja, ich bin da, wo ich hin muss, wo mir das angezeigt wird. Ja, ich bin da auch. Ja, klar. Der Junge hat uns einen riesigen Gefallen getan, dass er das Wasser nicht den Pikachu gegeben hat. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Es war noch ganz schön dunkel hier. Wo sind sie denn? Ja, da wo ich hin muss. Ach, die rennt schon wieder, ey. Guck mal, die rennt. Die wartet nicht, nein, die rennt. Ich warte hier immer oberhalb. Ja, immer oberhalb. Ja, Opa halt. Ja, ja, ja. Komm sie. Guck mal. Hast du mal nach oben geguckt? Was denn? Oh ja, ja, ich hatte vorhin schon so einen Ballon gesehen hier. Da war irgendwo ein Ballon da hinten. Haben Sie mal nach oben geguckt? Da ist ein Eumelbums. Bitte lasst mich gehen. Eine Rutsche. Mhm. Aber ich kann wieder nicht rutschen. Oh doch, ich kann. Nein, er rutscht wieder nicht. Oh, jetzt rutscht er. Oh nein, ey! Was ist das denn für eine Scheiße? Mann! Kann doch nicht wahr sein, ey. Echt jetzt mal. Oh, warte mal, der braucht Hilfe, glaube ich. Boah, ist das ein Scheiß, ey. Braucht der Hilfe? Echt jetzt mal, ey. Wo bist du? Ach ja. Wo bist du? Arsch der Welt bin ich. So ein Scheiß hier, Mann. Was ist denn los bei Ihnen da? Nicht so, ich sehe hier überhaupt nichts. Es ist so dunkel heute Morgen. Ich glaube, wir kriegen den Herbst hier oder so. Wo sind sie? Geht sie nichts an. Aber man merkt das schon, dass man mehr Ausdauer hat, ne? Oh, ja, ja, gut, aber das ist nicht so besonders, ne? Bin ich schon hier? Bin ich schon da? Warten Sie mal, ich guck mal auf der Karte. Jo! Wo ist der Wasserturm eigentlich? Hä? Wieso Wasserturm? Ach so, ja, weil ich gedacht habe, die sind im Wasserturm. Quatsch, die sind doch hier in ihrem scheiß Versteck hier. Ach so. Da unten, 20 Meter. Warum? Komm her! Ich hab hier eine Tür. Warten Sie. Oben. Gott. Warten Sie, ich komme zu Ihnen. Tür ist offen. Ich komme da nicht rein. Ich häng fest hier. Warten Sie mal. Ich häng fest hier. Ich muss mal eben hier rüber. So. Okay. Geh da mal rein. Oh, ich sehe da gar nichts. Verstehen. Ich bin da. Ja, ich auch. Dann rede ich mal mit regnet, dir. Ja. Wie ist es mit Dodger gelaufen? Gut. Er lässt dich jetzt wegen des Mehls in Frieden. Wow, wie hast du das denn geschafft? Einfach. Ich habe ihn ausgezahlt. Aber nun stehen wir in deiner Schuld. Hm. Und die können wir niemals begleichen. Reicht, wenn du dich bei Anna entschuldigst. Dann begleiche sie, indem du dich bei Anna entschuldigst. Ja, natürlich. Oh, was habe ich nur getan? Mhm. Ich mache es sofort. Vielleicht ist die Freundschaft noch zu retten. Ich war so ein Idiot. Ja, das ist alles meine Schuld. Bleib in Zukunft einfach sauber. Für dich selbst, aber vor allem für deine Mutter. Du Doofen, du. So, dann haben wir erledigt. Jawohl, abgeschlossen. Mutter verträgt sich wieder mit Anna. Ach, wird schon klappen. Bedienungsanleitung. Neue Fertigkeit. Einmal U drücken, bitte. Wir gucken mal. Parcours-Fertigkeit habe ich gekriegt. Nee, ich nicht. Was nehmen wir denn da? Schnittiger Runner. Also, das erhöht ihr Tempo, während sie sich durch Hindernisse bewegen.
Pisten, Kletterrohre und sowas alles. Oder. Oh, ich könnte jetzt an Oberflächen langlaufen. Okay. So an der Wand, so schräg, weißt du? Ah, so, ja, ich weiß. Oder ich könnte sicher landen. Sind sie denn jetzt wieder in mir? Oder ein Doppelsprung? Also ich habe sicher landen genommen, glaube ich. Weil sie gesagt haben, das wäre eine super Sache. Ja, weil wenn du runterspringst. Ja. Bestürm, erhöht kurzzeitig die Laufgeschwindigkeit. Und das ist ja. Ich nehme das auch mal, sicher landen. Ja, okay. Weil ich glaube, das ist sicherer. Hört sich ja. Sagt ja auch das Wort, ja. So, sie müssen jetzt mal die Quest wieder nochmal machen. Ja, ich will die Hauptquest mal an. Wir wollen das nochmal ausprobieren. Wir probieren das. Welche war das denn jetzt? Die Latte. Herr Ochsen. Hä? Die Latte. Nee, nix Latte. Doch, die Latte ist wieder da. Du sollst die Quest aktivieren. Ja, die habe ich doch schon aktiviert, aber die Latte ist wieder da. Ja. Was für eine Latte? Die da. Wo gibt's denn sowas? Und wieder sie müssen das kaputt machen. Nehmen sie einfach ihr eine Waffe und schlagen sie. Kann sein. Leute. Fällt uns da noch was zu ein? So, dann lauf mal, wo ist das? 251 Meter oder was? Fällt uns da noch sowas zu ein? Lauf einfach, halt's Maul Sie und lauf. Sie müssen das machen. Halt doch mal die Schnauze. Sie müssen das machen, sagt er. Ja, weil Sie ja nicht der Boss sind hier. Wo ist denn jetzt die Latte? Ich denke, du hast halt aktiviert. Ja, aber ich hab Angst. Aua! Wo ist die Blöde? Aber auch sagen, es gab damals auch Massen. Aua! Aber wir werden. So, dann gucken wir mal. Jolli, jolli, jolli. Jolli, jolli, jolli. Meter! Entschuldigt, Leute. Mein Aufschrei. Entschuldigt. Die verarscht euch ja sowieso nur. Was ist denn hier? Oh, warum verarscht du die Leute denn immer? Das haben wir fast in die Hose gemacht. Wolltest du mal riechen? Ich hab mir eine Hose gemacht. Sieh immer noch dran? Hör mal, was ist das hier eigentlich? Na gut, dann setze ich mich auch mal hier hin. Das Dach war mein Heim, die Welt sie zerbrach. Flucht oder Tod, Leben oder Schmach. Ne, das passt doch nicht. Sich nehmen, was da ist. Also. Hat das einen Sinn? Das passt doch nicht. Nein, das ist ein bisschen schräg. Kann man sich ja nicht anhören. Kommst du her? Da wird ja die Milch sauer. Fallen sie nicht da rein. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Brennstoffhälter entdeckt. Ja, der ist doch da drin. Also wir müssen jetzt zum Hotel. Ich bin reingefallen. Kommen Sie raus da. Ich mach den jetzt kaputt, den Arsch. Jetzt ist er da wieder drin, ey. Leise. Der Hawks, den kann man auch noch mal 5 Minuten allein. Leise. Nack. Ich hab dir mal abgefackelt hier. Ach, hatte ich gedacht. Da kommt noch jemand. Der ist für dich. Der will zu dir.
Ich hab dir mal so ein bisschen geteilt, ne? Ist das okay? Oh! Nein, 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 nein! So, da kommt noch einer hoch. Oh. Müssen Sie hier immer so ein Krach? Das tut mir ja irgendwo auch ein bisschen leid, ne? Hier kommen wir nicht rein. Was bist du denn? Hä? Wer ist das? Weiß ich nicht, ich bin einfach reingekommen. Was? Können Sie mal vielleicht aus dem Bett? Wer ist sie? Kommen Sie hier runter, kommen Sie. Kommen Sie. Wer war das? Ja, die wollte jetzt. Oh, Scheiße. Psst. Ach Mann, ey. Ich wollte hier gerade über die Brüstung. Hier hängt einer im Boden. Leise sein. Psst. Oh. Oh, 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 warte, der wird wach. Psst. Soll ich sie heilen? Ah ne, sie sind ja fast voll. Wahnsinn. Man da schnell vorbei, kann das sein? Immunität ist niedrig. Alter! Wo kam der denn jetzt her? Meine Immunität geht kaputt. Ich muss mal eben ans Licht. Meine geht auch gleich kaputt. So, ich bin da wieder drin. Ja. So, hier haben wir alles weggemetert. Da kommt noch jemand. Guck mal, ein Rapper. Was? Ja, hier. Volle Kapuzentyp. Mein Gott, ja. Hinter mir ist auch noch einer, glaube ich. Junge. Muss ich mal raus? Der hat. Ah, oh, Arznei hat dabei. Oder reimt sie sogar? Ah, da ist noch jemand. Kann ich Ihnen helfen? Was? Was soll denn das? Das Ding ist nicht schlecht, ne? Mhm. Nur schade, dass man das nicht fertig machen kann. Oh, ist kaputt. Kaputt? Mhm. Wo sind sie eigentlich? Oh, moin! Junge! Alles gut? Jo! Was habt ihr gesagt? Bleibt da liegen! Ja? Sind hier noch welche? Ja, hier, ich hab hier noch ein paar Kameraden. Ich guck mich mal unten um, aber unten war nichts mehr, ne? Einen habe ich hier noch. Oh, warte mal, hier ist ein. Einen habe ich hier noch. Oh, Mollys! Alkohol. Okay, keine Ahnung. Und da haben wir noch Mülleimer mit ganz vielen Teilen. Sehr schön. Da können wir gleich unsere. Ich habe hier noch jemand. Psst. Ist gar nicht aufgefallen. Oh, oh, jetzt hat er den Zuppeleffekt. Oh,
Scheiße, der hat den Zuppeleffekt, der Hoxton. Ich hab hier noch jemand, der hat auch einen Zuppeleffekt. Oh, der zuppelt hier total. Juhu, was ist das denn hier? Ist er eklig? Aua, aua! Aua, Hilfe! Nee, Hilfe gibt's bei mir nicht. Alter. Wenn dann. Ich weiß, ihr wollt. Nicht, ne? Wenn dann. Alter, nein, weg hier mit euch. Ich glaube, ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Die hier. Die ist voll. So. Und tschüss. Hier ist alles leer. Ich habe sie alle weggemacht. Und tschüss. Glaube ich zumindest. Öffnen! Gott. Natürlich öffnen. Noch einer. Hallo? Haben Sie eine Frage? Der Herr Hoxton ist nebenan. Hm. Nee, Sie müssen zu Herrn Hoxton. Das ist der Abteilungsleiter. Ich weiß nichts zu den Modalitäten. Aber hier, warten Sie mal. Der hier kann das auch sagen. Schicken Sie die bitte alle zu mir. Oh. Ich hab mal, Ich will. Alter, bleib liegen! Wo bist du eigentlich? Ach, da bist du. Wir gehen mal weiter. Ich gehe noch einmal. Die Verbindung des Spielers wurde getrennt. Na super, Leute. Hörst du mich? Miri? Ach, Kinders. Wo ist sie denn jetzt? Auf einmal weg war sie. Habt ihr das gesehen? Auf einmal war sie weg. Also Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.